Herr Brüggen-Jürgen, Sie beschäftigen sich schon lange mit der Situation von Werkvertragsarbeiterinnen und Arbeitern in der Fleischindustrie. Wundert es Sie, dass das Coronavirus dort nun grassiert? Nein, das wundert mich überhaupt nicht. Man muss sich das so vorstellen, die Menschen arbeiten dicht an den Zerlegebändern in der Schlachtindustrie 10 bis 12 Stunden lang. Sie werden mit Kleintransportern in die Werke gefahren. Sie wohnen dann in sehr prekären, sehr engen Wohnverhältnissen, übernachten zum Teil in den gleichen Zimmern, essen gemeinsam. Von daher ist die Infektionsgefahr natürlich für solche Menschen riesig. Und ein anderer Aspekt ist, dass es bisher bei diesen Subunternehmen eigentlich üblich war, dass man insbesondere auch leicht kranke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genötigt hat, die Arbeit aufzunehmen. Und das rächt sich natürlich jetzt in der Pandemie, weil das schlimm ist, wenn kranke Menschen dann sozusagen noch weiter beschäftigt werden und arbeiten müssen. Die Caritas in Gütersloh berät diese Menschen in ihrer Muttersprache bereits seit 2016. Mit welchen Anliegen kommen Sie zu ihnen? Wie leben Sie? Wie leben Ihre Familien? Ja, wir hatten Glück. Wir haben sozusagen muttersprachliche Sozialarbeiterinnen, die in Rumänisch, Polnisch, Bulgarisch mit den Menschen, mit den Familien sprechen können. Und da wird natürlich dann deutlich, Moment mal, was ist denn hinter der Fassade des billigen Fleisches dieser erfolgreichen Schlachtbetriebe? Und da ist sehr, sehr viel menschliches Elend. Und wir erfahren natürlich dann, wie wohnen die, wie gehen die miteinander um. Man kann eigentlich sagen, die Familien halten diese Extrembelastungen in den engen Wohnungen, in diesen prekären Gesamtlebenssituationen und bei diesen absolut extremen Arbeitsbedingungen, das halten die Beziehungen nun sehr, sehr schwer aus. Und wir haben sehr, sehr viel Leid in den letzten Jahren kennengelernt. Was ist die Ursache des Problems? Das System Werkverträge? Der Appetit der Deutschen auf billiges Fleisch, gibt es das eine nur, weil es das andere gibt? Ja, also das Hauptproblem ist wirklich die Konstruktion der Werkverträge, weil das letztendlich die Menschen in Abhängigkeiten stürzt. Da ist die Arbeit unmittelbar mit dem Wohnen verknüpft und wer gegen die Arbeitsbedingungen protestiert oder sagt, ich bin nicht einverstanden, der fliegt sofort aus seiner Wohnung und das macht die Menschen zu abhängig Beschäftigten. Ja, Peter Kosten, der sich sehr, sehr engagiert hat im kirchlichen Bereich, spricht von moderner Sklaverei. Ich glaube, in dieser Ausprägung hat er da auch recht, weil das gibt es nur durch dieses System der Werkverträge. Und ja, dadurch kann man die Leute maximal ausbeuten und das führt dann dazu, dass man das Fleisch, das Schnitzel so günstig anbieten kann, wie wir das im Discounter um die Ecke natürlich gewohnt sind. Die Covid-Fälle haben mal wieder das Licht auf die Verhältnisse in der Fleischindustrie gerückt. Sind Sie eher verärgert, dass es hunderte kranker Menschen braucht, dass es dazu kommt? Oder hoffnungsvoll, dass sich jetzt endlich was tut? Ja, es ist schon irgendwie irre, wenn man sagt, da gibt es ganz, ganz viele Menschen und Initiativen und auch in der Caritas Menschen, die seit Jahrzehnten gegen dieses System Sturm laufen, dass es aber im Prinzip die Normalgesellschaft bisher weniger interessiert hat, wie es den Rumänen, wie es den Bulgaren, wie es den Polen in diesen Betrieben und in den Sammelunterkünften geht. Ja, man muss vielleicht wirklich sagen, das hat uns nicht interessiert, weil wir mit den Menschen nur wenig gemeinsam haben. Jetzt bringt die Pandemie sozusagen das Risiko für alle nach Hause. Und da guckt man möglicherweise dann nochmal anders drauf, wenn es um uns selber geht. Nichtsdestotrotz freut es mich total, dass dieses System hoffentlich jetzt endlich beendet werden kann durch die Politik. Und was genau muss jetzt passieren? Ja, zunächst einmal Hubertus Heil und Minister Laumann, die haben natürlich schon eine klare Ansage gemacht, aber jetzt geht es darum, auch Standing zu haben. Jetzt geht es darum, dass die Politiker, auch hier aus dem Kreis Gütersloh, mit denen wir gesprochen haben, im Bund auch zeigen, dass sie es ernst meinen mit einer Verbesserung der Lebensbedingungen. Und das wird sicherlich noch eine, ja, ich sag mal, sehr, sehr heftige rechtliche und Lobby-Auseinandersetzung. Das ist das eine. Also wir brauchen jetzt das angekündigte Gesetz.
Aber die eigentliche Arbeit, die Verbesserung der Lebensbedingungen, der Wohnsituation, die fängt ja vor Ort in den Kommunen und Kreisen erst an. Also die Menschen brauchen Unterstützung bei der Integration in diese Gesellschaft hinein. Wir brauchen größere Anstrengungen im Bereich Beratung, im Bereich Sprachförderung, im Bereich Bildung für die Kinder und Jugendlichen. Also die eigentliche Arbeit, den Menschen hier das Leben ja, etwas menschenwürdiger zu gestalten, die fängt jetzt eigentlich erst an.